So, meine Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Episode eines Yu-Gi-Oh! Forbidden Memory Let's Play Parts mit mir, dem Regi. Und in der heutigen Episode werden wir zuallererst natürlich wieder ein klein wenig farmen. Denn ohne Farmen geht's nicht und ich muss vor allen Dingen halt erstmal ein bisschen Sternchips holen. Und, jo, ich brauche mal wieder irgendein Drachen-Pokémon. Monster, Verzeihung. Ah, jedes Mal dieselbe Kacke. Und das werden wir natürlich, wie gesagt, gegen den lieben Rex Raptor machen. Hier ist die Karte, die wir am Ende der letzten Episode erhalten haben. Dharma Kanona. Das hat jetzt nichts irgendwas mit Darm oder so zu tun. Ne? Da müsst ihr jetzt keine Sorgen haben, keine Darmspiegelung. Und deswegen Dharma Kanona oder so. Nein, alles in Ordnung, Leute. So, aber es sollte trotzdem hier ganz gut jetzt für uns sein. Turn 1, doppelköpfiger Donnerdrache, here we go. Und sowas, wie gesagt, das muss ich versuchen, so langsam aber sicher jedes Mal irgendwie in mein Spiel zu integrieren, damit es auch ja gut abgeht hier. Wisst ihr? Und ich glaube, mit so einem Turn 1, doppelköpfigen Donnerdrachen und einer Königin Herbstlaub im Gepäck, ich glaube, die kann ich nämlich in der nächsten Runde auch direkt raushauen, oder? Oh, Königin Herbstlaub. Nein, oh, Königin Herbstlaub, here we go. Das muss Königin Herbstlaub ergeben, soweit ich weiß. Und, oh, da haben wir sie. Königin Herbstlaub. Ja, ich komme immer noch nicht auf diesen Namen, klar. Königin Herbstlaub. Finde ich ja irgendwie ein bisschen strange. Und Menschenfresser. Ugh. Die haben wir einmal in der Animation gesehen, ne? Seitdem kann ich dieses Monster nicht mehr sehen. Wirklich, diese Kolosseum-Animationen, die verstören einen sowas von extrem. Ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, der so denkt, aber ugh, das ist echt teilweise richtig schlimm. So, kann ich jetzt wieder einen doppelköpfigen Donnerdrachen raushauen? Nein, aber ich kann Pumpkin casten. Pumpkin geht in Ordnung. Und wie gesagt, ich muss einfach diese Dämonen loswerden. Diese Dämonen, die hemmen einfach alle Fusionen so krass. Das ist unglaublich. Ja, eigentlich hätte ich die Spiel jetzt gewinnen können, wenn ich irgendwie einen doppelköpfigen Donnerdrachen 2 aus Feld gehauen hätte. Irgendwie gekriegt hätte, aber ja, so ist leider nicht der Fall. Deswegen bleiben noch 600 Lebenspunkte übrig, was sehr schade ist, aber mein Gott, kann man nichts machen. Das hätte das Spiel jetzt schon entschieden und dann wäre es das gewesen für Rex. Okidoki. Ja, wie gesagt, wenn es diese komischen Monster hier nicht gäbe, diese Finsternis-Monster, mit denen ich absolut nichts anfangen kann. Ich kann mit denen sogar absolut nichts anfangen, ne? Dann wäre ich jetzt hier schon durch. Ne, okay, nicht schon durch, aber hey, cool, mega Feuerball. Kannst du die Karte bitte nochmal droppen? Oder zumindest diese komische Kobra. Diese Schlangennatter oder was das war. Die kannst du gerne droppen, Rex. Das wäre schon ziemlich gut. Ja. Wie gesagt, Sternchips, die brauchen wir jetzt auch erstmal. Ich werde, oder das nächste Ziel meines, oder was? B-Rang. Okay, irgendwie verstehe ich jetzt nicht, warum wir den B-Rang bekommen haben. Habe ich vielleicht schlecht fusioniert? Fusionstor, da haben wir es. Das ist eine Bestie. Ich kann mit einer Bestie immerhin mehr anfangen als mit diesen lästigen, unnötigen Dämonen. Wirklich. Raus mit denen. Die haben hier absolut nichts zu suchen in meinem Deck. Wirklich, diese Dämonen, Leute, die kannst du rausschmeißen. Die brauchst du nicht. Genau wie Magier. Die brauchst du in der Regel eigentlich auch nicht. Irgendwie habe ich ziemlich schlecht gezogen. Mir fällt jetzt gerade gar keine Fusion ein, die ich hier raushauen kann. Ich schicke einfach mal Akai Keso verdeckt im Angriffsmodus. Ja, das ist jetzt gerade eben. Wow. Wow, 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 da muss ich mal gucken. Was hat er gemacht? Der hat hier feurige Kraft auf die Maschine benutzt, ne? Wie viel? 1300, okay. Ich glaube, das ist Fisch, das ist was anderes, stimmt. Fisch ist was anderes als Aqua, merke ich jetzt erst. Gott, kann ich da irgendwas machen? Ich versuch's mal so. Nein. Fisch mit Zombie. Ob der Korrosion sei. Das ist nicht gut. Kriege ich vielleicht einen Bonus hier? Nee. Okay. So, jetzt sind wir in einer unangenehmen Situation, weil jetzt kann der Rex anfangen zu fusionieren, wenn er will. Und das kann ein Problem sein. So, dann greift jetzt Minus Radiant an. Minus Radiant mit dem Nadelrohr. Was? Ja, die Spinnenkrabbe greift jetzt erstmal. Okay, Keso an. Schade. Oh Gott, okay. Komm. Jetzt muss ich aber irgendwas Gutes ziehen. Irgendein Drache vielleicht.
so much crap, ne? Hätte ich AKI Käse noch, hätte ich Oni-Oshi raushauen können. Ich mach's mal so. Vielleicht habe ich ja Glück und ich krieg irgendwas raus. Also das müsste jetzt erstmal diesen komischen Felsengeist raushauen. Ja gut, okay. Raushauen trifft's gut. Ich werde nämlich hier auch rausgehauen gerade. Aber ich kann zumindest den Nadelwurm besiegen. Boah, das wird so ein schlechter Rang. Das ist das schlechteste Spiel gegen Rex, das ich seit langem hatte, Leute. Katastrophe. Ich meine, ich kann mit meinem Deck natürlich coole Kombinationen. Diesen Spielzug meines Gegners gerade, den kann ich mir nur mit einer einzigen Sache erklären. Ich habe einen Bonus gegen die Spinne. Ah nein, die Spinne kann... Oh, ich depp. Ich kann die Spinne noch besiegen. Wie sieht mit dir aus? Das war schlecht gespielt von mir. Oh Gott, das reicht ja aus. Die Spinne hat ja 1300 in der Verteidigung. Ich im Angriff. Ah, ich banause. Okay, aber vielleicht kann ich mir jetzt so langsam eine Führung aufbauen. Was ist das denn, ey? Was ist das denn? Krieg den Bodenkrieger. Den Bodenkrieger, den caste ich jetzt auch. Los, Bodenkrieger! Ach nee, ist ja ein weiblicher Krieger oder ein weiblicher Charakter generell. Okay, dann sieht die Sache natürlich anders aus. Okay, Phantobo-Bahn. Yalla Habibi, das war's für dich. Und Königin Herbstlauf, bitte einmal die Spinnenkrabbe entsorgen. Danke. Gut, okay. Also, wir haben uns jetzt erstmal wieder eine Führung rausgehaut in diesem Spiel. Aber irgendwie ist das trotzdem peinlich, dass ich gegen Rex so in der Lage gekommen bin. Mit einer einfachen Kombination aus Zauberkarte. Einerseits war nicht gut. Jetzt aber der war mal wieder ein bisschen testen. Donner plus 100. Ist doch Donnerdrache, oder? Nee. Das war nicht gut. Das war definitiv nicht gut. Schade. Ich dachte Donner und Donner, da kommt auch was bei raus, aber anscheinend nicht. Gut, dann muss ich wohl in Zukunft sorgsam mit meinen Donnermonstern umgehen, wenn ich den doppelköpfigen Donnerdrachen beschwören will. Okay. Oh Mann, greift doch nicht mein armes Monster an. Ich wusste es, dieser hässliche Nadelwurm kommt. Nadelwurm war ja ist im Real Life ja eine ziemlich sicke Karte, Leute. Was kommt eigentlich bei raus, wenn ich das kombiniere? Moment, da kriegt man doch bestimmt irgendwas bei raus. Okay, Bestie. Ah, cool! Stacheldrahtbestie war das, ne? Ne, Elektrobestie heißt hier. Dieses Wesen greift mit elektromagnetischen Wellen an. Cool, die hatten wir auch noch nicht. Also, ab ins Kolosseum mit dir. Ja, du musst jetzt hier erstmal das Ritual raushauen. Ja, der Nadelwurm, wie gesagt. Der Nadelwurm, der war ja im Real Life eine ziemlich gute Karte. Hat ja einen Flip-Effekt, dass, wenn er aufgeflippt wird, der Gegner 5 Karten von seinem Deck ablegen muss. Und das ist schon ziemlich krank. Das war teilweise ein paar Mal wiederholt und dann war der Gegner schon Deckout. Und mit Yugi, da geht das ruckzuck. Wow. Boah, der ist ja riesig. Also der Nadelwurm ist riesig. Und das Ding da ist fett. Also im Anime sah der nicht so aus. Im Anime sieht der cool aus. Aber der Angriff sieht gut aus. Einfach mal hier die Nadelwurm grillen. Schade, dass der Nadelwurm dann irgendwie so kross gebraten wird. Oh. Lecker Nadelwurm zum Essen, Leute. Ist schon nice. Ich hätte nicht gedacht, dass der Nadelwurm so groß ist. Die stellt man sich gar nicht so groß vor, ne, anfangs. Haha, da freut sich die Bestie. Okay, also Bestie und Elektro, da kriegt man sowas bei raus, Leute. Ist jetzt nicht so, als ob das jetzt die Überfusion ist, die man unbedingt braucht, aber vielleicht wolltet ihr immer mal diese Bestie beschwören. Und wenn ja, dann wisst ihr jetzt, wie das geht. Ich greife mit dem Zombie-Krieger an. Oh, der Zombie-Krieger, da merke ich gerade, der hat Kopfschmerzen. Ah, der Schädel ist zersprungen. Das ist doch wehtun. Schnabel. Was? Und dafür kriegen wir jetzt wieder einen B-Rang? Obwohl es so grottig lief. Und eben haben wir auch einen B-Rang bekommen. Soll ich euer Ernst sein. So, einmal noch. Danach machen wir weiter mit der Story. Und Schnabelbestie, da haben wir sie. Habe ich auch noch nie in meinem Leben gesehen. Das ist eine dieser Karten. Die sieht man einmal im Leben und das war's. Okay, Rex.
Also ich muss anscheinend tatsächlich einen S-Power-Rang machen. Sonst kriege ich den kriechenden Drachen nicht, aber ich will den kriechenden Drachen. Weil der kriechende Drache OP ist. Also, was sehen meine Augen da? Meine Augen sehen, dass Versago hier mal wieder total unnötig ist. Oh, diese Dämonen, ich muss die rauskriegen. Diese Dämonen, die sind so schlecht. Ich meine, guck ja, so Karten wie Versago, okay, der 1000 Angriffspunkte. Dann kann man ja immer noch ein bisschen was machen, ne? Aber so, oh, kannst du rauskicken. Brauchst du tatsächlich nicht. So, was kommt jetzt? Ich kann ihn. Was ist denn Fisch mit Krieger? Okay. Mach das mal so. Ich will nämlich erstmal den Kakerlaken. Nicht Kakerlaken. Ich sag jedes Mal Kakerlakenkrieger, obwohl es der Bodenkrieger ist. Tut mir leid, Bodenkrieger. Ich weiß, du meinst nur gut mit mir, ne? Aber ich wechsle euch immer. Und Psychotenkrabbe. Kröte. Wie ist die denn jetzt? Ich glaube, eigentlich heißt diese Karte Green Kappa. Kappa, Leute, ne? Twitch und so. Ihr wisst Bescheid. Gut. Also, dieses Match sieht gut aus. Da sollten wir doch höchstwahrscheinlich wieder einen S-Rang kriegen. Kann ich beschwören. Ich kann. Kröte muss auch raus. Krieger mit Fisch. Das interessiert mich jetzt, wie gesagt. Kriegen wir jetzt dabei raus? Den Todeskrieger. Wow. Sieht interessant aus. Hätte ich gar nicht gedacht. Habe ich auch zum ersten Mal in meinem Leben überhaupt kombiniert. Den Todeskrieger. Krieger mit einem Fisch. Da kriegt ihr sowas bei raus, Leute. Also generell, wie gesagt, Leute. Wenn ihr anfangs, wenn ihr Krieger bekommt, nehmt ihn euer Deck. Mit Kriegern kann man so viele Kombinationen machen, ne? Krieger mit Drache, da kommt irgendwie Drachenstatue raus. Krieger mit. Diese Dämonen, was machen die hier? Geht mir total auf den Sack. Das merkt man mir auch gerade auch an. Krieger mit. Kann man eigentlich mit allen kombinieren. Krieger mit Face, Minowashi-Krieger, bla bla bla. Alles Mögliche. Also solltet ihr euch ja im Kopf aufbewahren. Todeskrieger, ey. Also Todeskrieger. Los, Schuldrache! Ich kann auch die Lebenspunkte und das war's jetzt erstmal für Rex Raptor. Gut, da hätten wir jetzt nämlich erstmal die kleine Farm-Session jetzt hier wieder beendet. Und wir kriegen den Magnet Nummer 1. Ist, glaube ich, auch ein Krieger. Nehme ich rein. Besser als diese unnötigen Dingenskischen. So, dann war's das jetzt erstmal damit. Und Leute, ich würde sagen, auf geht's in die Kampagne. Darauf wartet ihr doch sehnsüchtig. Aber die Farm-Sessions, die darf man sich auch nicht entgehen lassen. Da kriegt man manchmal so einmalige Fusionen raus, wie jetzt gerade. Oh, muss sein. So, Spiel erstmal speichern. Kann ja sein, dass wir die nächste Runde wie aus dem Nichts verlieren. Und was ist bis jetzt passiert? Ich fasse mal eben zusammen. In der letzten Episode haben wir die Millenniums-Gegenstände eingesammelt in Karten. Und zwar von Shadi, nachdem wir besiegt haben. Und anscheinend sind die anderen Millenniums-Gegenstände auch im Turnier. Deswegen bin ich mal gespannt, wer unser nächster Gegner sein wird. Duell Nummer 2 der Finalrunde. Yugi gegen Bakura. Oh, ist das. Oh, ist das noch nicht der Böse? Okay. Bakura, Leute, den kennen wir alle. Eigentlich ein stiller Mensch, ne? Aber er hat halt den Millenniumsring, glaube ich, ne? Und auch in diesem schlummert dann halt die in unserem Millenniumspuzzle ein böser Geist, sag ich mal, aus dem alten Ägypten. Und ja, was damit passieren kann, sehen wir gleich. Komisch. Ich wollte an diesem Turnier gar nicht teilnehmen. Aber mein Millenniumsring, er hat mich hierher getrieben. Und da ist er, Leute. Yami Bakura. Schön, dich zu sehen, Yugi. Es war höchste Zeit, dass wir gezeigt haben, was wir können. Ja, und dann will er auch gleich mal erstmal ein Spielchen gegen uns austragen. So, Magnet Nummer 1. Oh, okay. Magnet Nummer 1 ist sogar eine ziemlich gute Karte eigentlich. Besser als der Magnet Nummer 2. Da haben wir es. Sie haben einfach nur ihre Werte vertauscht. Was schmeiß ich raus? Hier in der Vergangenheit, bleib mal drin. Wobei, nein, die sieht port hässlich aus. Ist zwar besser als irgendwie der Hero Schattenspeer, aber trotzdem. Bam. Jetzt bin ich zufrieden. Also, let's go. Yami Bakura. Oh, erstmal hier ein bisschen dehnen. Ein paar Dehnübungen, die müssen ab und zu mal sein. Und jetzt geht's los. Gegen Bakura. Was sehen meine Augen da? Meine Augen sehen jetzt erstmal direkt wieder Königin Herbstlaub. Woo! Nice, mit diesen zwei weiblichen Karten ist es ziemlich gut, dass wir die haben. Zack. Ja, der Yami Bakura ist auch einer der wenigen, der ja auch wieder Zauberkarten spielen kann, soweit ich weiß. Okay. Schade, ich hätte jetzt eigentlich Sandhexe machen können.
Aber wisst ihr, was ich noch machen kann? Und das ist ziemlich gut. Richtig, der Blütenwolf. Der wird uns nämlich hier gegen Yami Bakura auch helfen. Und ich glaube, den Blütenwolf, den hatten wir noch gar nicht im Kolosseum. Ah! Wow. Ja, Millennium Schild. Ah, Gott. Hey, Blütenwolf. Der sieht auch irgendwie ranzig aus. Oh Gott, Leute, der Millennium Schild. 3000 Verteidigungspunkte. Okay. Ich überlege gerade, ob ich da irgendwelche Outs habe gegen Millennium Schild. Ja. Millennium Schild schön sich am Verteidigen, wie sich gehört. Aber ich glaube, ich habe tatsächlich sogar keine Outs da. Jo, ich habe 2 Outs in meinem ganzen Deck gegen Millennium Schild. Ich kann 3 Geki benutzen, um den Millennium Schild loszuwerden. Oder, ja, ich habe 1200 Life Points verloren. Du Scheiße. Es kann sein, dass er fusioniert. Nein, jetzt kommen auch noch die Zauberkarten. Gott. Ich muss den doppelköpfigen Donnerdrachen beschwören. Anders geht's definitiv nicht. So, also ich brauche jetzt noch einen Sandhexe. Okay, das ist in Ordnung. Einfach erstmal ein paar starke Fusionen aufs Feld klatschen. Für den Fall, dass ich Raigeki ziehe und hier einfach mal aufräume. Boah, diese Zauberkarten und Fallkarten. Die machen mich verrückt. Mit dem Millennium Schild, Leute. 3000 Verteidigungspunkte. Und ich kann ja zumindest schon mal die Berge ins Spiel bringen. Das ist nämlich mein 2. Out. Doppelköpfiger Donnerdrache mit den Bergen ist nämlich stärker als das Millennium Schild. Mit dem Bonus kommt es dann nämlich auf 3300 Angriffspunkte. Okay. Das ist ja bis jetzt ist nicht so der Burner. Ich kann den Minomoshi-Krieger beschwören. Oh. Schade. Vielleicht kann ich ja den Bakura dazu locken, jetzt einfach mal anzugreifen. Gehen wir schon auch irgendwie hin. Pass auf, jetzt gleich kommt Raigeki, Leute. Okay, er greift zumindest an. Nee, tut er nicht. War das jetzt ein 2. Millennium Schild? Das kann doch nicht sein, Leute. Machen wir es mal so. Ein muss kartenlos werden. Das ist jetzt Kakerlakenkrieger, Wayne. Was ist das? Cyberfisch? Raketenfisch. Ey, okay. Fisch mit Maschine, Leute. Da kommt der Raketenfisch bei raus. So, einfach mal den Schild angreifen und da aktiviert sich jetzt eine Fallenkarte und zwar Scheinfalle. Okay, Scheinfalle ist ja noch in Ordnung. Ich greife einfach nochmal an. Das ist jetzt einfach nicht passiert. Das ist jetzt einfach nicht passiert. 2-mal Millennium Schild. Was ist das denn? 2-mal, Leute. Oh Lord, ey, das kann ja was werden. Aber ich krieg zumindest jetzt einen doppelköpfigen Donnerdrachen aufs Feld. So, Chameleon damit macht dieses Schlangenbestie genau. Zack. Dschungeldrache. 2600 Angriffspunkte. Aber das reicht uns nicht. Doppelköpfiger Donnerdrachen. Machen wir jetzt erstmal. Nein, ich habe den falschen Schutzstern. Egal, dann greife ich mal den hier an. Da habe ich einen positiven Schutzstern. Steuerschildkröte. Was ist das denn? Was hat denn der für Verteidigungsmonster? Da komme ich doch gar nicht gegen an. Ja, Leute, ich muss jetzt eigentlich auf Raigeki hoffen, ne? Das ist so das einzige. Einer der wenigen. Ja, warum nicht? Warum nicht? Bakura. Der rastet jetzt hier gerade komplett aus. Bandkreis. Gib einfach mal allen unseren Monstern minus 500 Angriff und Verteidigung. Das ist der schöne Bergeboost. Für den doppelköpfigen Neuanrachen ist jetzt auch erstmal weg. Und Burg die Illusion. Also, ich wusste nicht, dass Bakura so krass auf Defense gepusht wurde. Aber das ist echt sick. Das Millennium-Schild, ne? Da kommen wir jetzt gerade gar nicht vorbei. Oh. Oh, na klar, er hat natürlich auch Gemini Elf. Na sicher. Gemini Elf. Eine der besten Karten damals. Und ich krieg jetzt zumindest wieder den Doppelköpfigen Donnerdrachen raus. Und das werde ich auch machen. Aber diesmal mit einem anderen Schutzstern, ne? Damit ich zumindest vorbeikomme an dem Millennium Schild. Nämlich Mond. Also Pluto ist anscheinend nicht gut auf Uranus. Pluto nicht gut auf Uranus. Sollten wir jetzt merken.
Okay. Oh, okay, was dann? Mond ist nicht gut auf Sonne. Mond ist nicht gut auf Sonne. Okay, okay. Kriegen wir hin. So, du darfst jetzt erstmal ein Schild angreifen. Ich hab mir wenigstens einen Schild schon mal aus dem Weg geräumt. Und dann natürlich den Gemini Elf. Und sonst muss ich jetzt meinen Zug erstmal abgeben. Und eine weitere Runde warten. Wenn jetzt wieder ein Mannkreis kommt, ne, dann. Oh. Oh, das ist ein doppelter Fingerwander. Und er greift meinen zweiten. Oh, Alter! Bakura, bester Gegner bis jetzt. Ohne Witz. Ich habe nur noch meinen Raigeki nicht gezogen, was ich eigentlich unbedingt bräuchte. Okay. Was mache ich jetzt? Ja, ich mach das mal. Der doppelköpfige Raigeki, der gefällt mir nicht. Muss ich halt beide vom Feld pusten, aber mein Gott, passiert. Ich muss jetzt irgendwie auf Raigeki hoffen. Der hat aber auch gute Karten, der Bakura. Schein. Okay. Wo ist Raigeki? Wann kommt Raigeki? Wisst ihr, den Moment, an dem wir Raigeki ziehen, haben wir gewonnen. Okay. Ich muss jetzt einfach stallen, bis Raigeki kommt. Wenn ich dann irgendwann noch ein Raigeki ziehe, habe ich das Spiel gewonnen, aber trotzdem. Das kann dauern. Ich glaube, erstmal vielleicht wieder ein Monster. Ja, gerade an. Bieten wollt. Gemini Elf. Ja, Gemini Elf. Raigeki. Immer noch kein Raigeki. Mein Gott. Moment mal. Meine ganzen Monster sind doch schwach. Und ich habe halt keine Deckkarten mehr. Okay, das ist Zombie-Krieger, ne? Okay, was ist das? Magischer Geist. Okay. Jetzt mal abchecken hier. Das ist schwach dagegen. Meine Sandhexe ist stark dagegen. Aber die haben alle Minus bekommen. Ach, die haben auch noch alle Minus bekommen. Stimmt. Ich muss angreifen. Gut, dass ich meine Sandhexe ab. So, das war's erstmal mit den Gemini-Elfen. Okay. Nicht ausrasten, Bakura. Nicht ausrasten, bitte. Ich muss Raigeki ziehen. Raigeki, bitte. Wo bist du, Raigeki? Raigeki. Greif an. Ja, das geht ja noch. Geist der Berge. Was ist das denn? Geist der Berge. Ob es auch so ein Gimli oder was das ist. Raigeki. Jop, da ist Raigeki. Frage ist, hau ich Raigeki jetzt raus? Oder soll ich noch eine Fusion? Ich hau Raigeki jetzt raus. Ich weiß nicht, ob ich gewonnen habe. Ich glaube ganz knapp noch nicht. Das ist ganz knapp. Sollte nicht gewonnen haben. Und wenn er jetzt irgendwie einen dritten Millennium-Schild aufs Feld klatscht, ne? Kann ich eigentlich eher. Wobei, nee, ich habe noch meinen Teufelsdrachen. Einen dran habe ich noch im Deck. Aber ich kann jetzt, wie gesagt, zumindest hier erstmal richtig guten Schaden raushauen. So, und das war's jetzt erstmal mit unserer Angriffssalbe. Ist einfach nur hoffen, dass er nicht noch irgendwie ein Comeback macht oder ein drittes Millennium-Schild aufs Feld legt. Was ist das jetzt? Einheit der Seele? Einheit der Seele. Okay. Also spielen wir das Spiel, mein Freund. Kein Ding. Zombie und Elektro. Ne, Krieger und Elektro macht, glaube ich, nichts, oder? Ich muss jetzt auch halt auch auf meine Deckkarten aufpassen, aber. Ich glaube, wir sollten eigentlich jetzt gewonnen haben, oder? Gucken wir mal. Kriege ich irgendwie Bonus mit irgendeinem? Ne, leider nicht. Das ist also. Wow. Das ist definitiv das spannendste Spiel, das wir bis jetzt hatten. Wirklich, also der Bakura, der hat hier richtig guten Widerstand geleistet, aber Millennium-Schild hin, Millennium-Schild her. Am Ende gewinnt der Banger. Macht irgendwie keinen Sinn, aber trotzdem. Und hier ist halt wie so eine der Situationen, wo Raigeki einfach besser als das schwarze Loch. Hätten wir ein schwarzes Loch, ja, hätten wir wahrscheinlich nicht gewonnen. So, Beschwörer der Uhrzeit. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Das ist mir aber auch total egal, du. Wir haben gewonnen. Und wir haben jetzt gerade einen S-Tech-Rang bekommen. Habt ihr es gesehen? Genau. S-Tech-Rang bekommt man, je länger das Spiel angeht, andauert, Verzeihung, und je weniger Karten der Gegner im Deck hat. Ich würde den Titel des Duellmeisters nicht wollen. Na sicher würdest du ihn nicht wollen, aber dein Millennium-Ring, den will ich. Was in aller... Gib uns deinen Ring, Digga. Mein Millennium-Ring, er wird in eine Karte gezogen. Bye, bye, Yami Bakura. Der Ring hat mich nur benutzt. Danke, Yugi, endlich bin ich den Millennium-Ring los. Ja, Bakura, du naives Etwas. Muss ich dir mal wieder aus der Patsche helfen, was? Konzentration, Yugi! Denke wie ein
Sieger! Wenn wir machen, Thea. Also Leute, das war's heute für die heutige Episode Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. Wenn euch die Episode gefallen hat, denkt dran, gebt dem Video doch einen Daumen hoch. Sehr freuen und supporten. Sonst sehen wir uns zur nächsten Episode wieder und ja, das sollte richtig spannend werden, weil ihr habt gesehen, der Schwierigkeitsgrad, der wird jetzt schon angezogen. Mit Millennium-Schütten gewachsen. Von daher, Leute, haut rein, macht's gut, bleibt schon fruchtig und ciao, euer Regi.